Hinführung zur Nasenwechselatmung. Die einzelnen Elemente kannst du dir auch herausnehmen. Ich möchte das einfach in einem Stück zeigen. Es beginnt in der Rückenlage. Du richtest dich gut in der Rückenlage ein. Bringst die Achtsamkeit zum Atmen. Atmest durch beide Nasenöffnungen ein und aus. Vollständig, in Ruhe. Du hast Zeit. Dein Atem fließt. Weicher Atem, stetiger Atem. Die Achtsamkeit bleibt bei dir. Nichts irritiert dich. Die Achtsamkeit bleibt bei dir. Und dann stellst du dir vor, dass du nur durch die linke Nasenöffnung atmest, in die linke Seite ganz ein und dann aus der linken Seite ganz aus. So weich, so langsam wie möglich. Linke Seite ganz ein, dich von innen spüren und ganz aus. Weicher, fließender Atem. Das kannst du länger machen. Wir in dieser Übung wechseln jetzt auf die rechte Seite. Ganz ein, ganz aus. In deiner Vorstellung nur durch die rechte Nasenöffnung in die ganze Körperseite. Spüre auch die Rückseite, die Innenseite deines Körpers rechts. Der Atem fließt ganz ein bis zur Fußsohle, bis zu den Zehenspitzen. Ganz aus. Du hast Zeit. Als nächstes atmest du rechts ein, schiebst die Energie, umgekehrt, atmest links ein, Entschuldigung, schiebst die Energie auf die rechte Seite, atmest rechts aus. Es bleibt dabei, links einatmen, rechts ausatmen. Weich, langsam, ruhig. Dann andersherum. Du stellst dir vor, dass du rechts einatmest, die Energie nach links schiebst, links ausatmest. Also rechts ein, links aus. Einfach vorstellen. Langsam und vollständig atmen. Schließlich wechselst du die Position und kommst ins Sitzen. Zur Nasenwechselatmung im Sitzen übergehen. Du erdest dich. Zentrierst dich wieder auf den Atem. Du sitzt aufrecht, Schultern weg von den Ohren. Lass mal vorstellen, auch hier. Linke Seite, ganz ein, ganz aus. Rechte Seite, ganz ein, ganz aus. Das kannst du ruhig länger machen. Und dann links ein, rechts aus. Die Handbewegungen hier sind nur zur Demonstration. Wenn du das selbst machst, lässt du die Hände auf den Beinen. Wechsel rechts ein, links aus. Jetzt nimmst du die Handgeste dazu. Zeigefinger und Mittelfinger sind eingeklappt. Du kannst die rechte oder die linke Hand benutzen. Dein Atem fließt weiter, tief, gleichmäßig. Atmest ein, verschließt die rechte Nasenöffnung, atmest links aus. Atmest ein. Jetzt bleibt es dabei. Links ein, rechts aus. Im Wechsel verschließt du jetzt die Nasenöffnung mit Daumen und Ringfinger. Links ein, dann ist die rechte Nasenöffnung verschlossen. Rechts aus, dabei ist die linke Nasenöffnung verschlossen. Ganz weich und ruhig atmen. Atemleere, Atemfülle lässt du zu.
die sogenannte Mondatmung. Links ein, rechts aus und dann nachspüren. Kannst du wechseln. Jetzt atmest du rechts ein, links aus. Kommst zum Durchstoßen der Sonnenbahn, die Sonnenatmung, Surya Bedana. Benutzt wieder dieselbe Handgeste. Hast in Ruhe ausgeatmet. Verschließt die linke Atemöffnung, Nasenöffnung, atmest rechts ein. Wechselst, atmest links aus. Dabei ist die rechte Nasenöffnung verschlossen. Also rechts ein. Links aus. Fließender, ruhiger Atem. Du bleibst aufrecht sitzen. Deine Nase zeigt nach vorne. Rechts ein. Links aus. Dann beendest du, spürst nach. Wir gehen jetzt zur vollständigen Nasenwechselatmung über. Wir werden im Lauf der Übung die Atemfülle und Atemleere dazu nehmen und auch das Grundmuster der Pranayama-Atmung. Wie beginnt es? Du hast den Ruhe ausgeatmet. Und dann verschließt du rechts. Du atmest links ein. Nach der Einatmung wird gewechselt. Rechts aus. Rechts auch wieder ein. Langsam. Das Zeit. Immer im Wechsel. Nach der Einatmung auf der anderen Seite aus und einatmen. Nach der Einatmung kannst du in der Atemfülle bleiben. Kehle verschließen, Jalandhara Bandha, den Beckenboden. Und um auszuatmen, die Kehle freigeben. Du wechselst in der Ausatmung auf die andere Seite. Kannst in der Atemleere auch bleiben. Beckenboden aktivieren, Kehlverschluss, Uddiyana Bandha. Lösen, in Ruhe einatmen, wieder die Atemfülle, Kehlverschluss, Wurzelverschluss, halten. Und so in Ruhe weiter. Also, der vollständigen Nasenwechselatmung. Auf einer Seite ausatmen. In der Atemleere bleiben, wenn es für dich angenehm ist. Auf derselben Seite einatmen, in die Atemfülle gehen, wenn es für dich angenehm ist. Rechtzeitig Verschlüsse setzen, den Kehlverschluss öffnen, um weiter zu atmen. Und zur Ausatmung wechselst du immer auf die andere Seite, sodass du auf einer Seite aus- und einatmest und dann wechselst. Mit Atemfülle, mit Atemleere, wie es für dich passt. Um zum Ende zu kommen, lässt du Atemfülle und Atemleere weg. Nur noch Ein- und Ausatmung. Du kannst in der Einatmung die Bauchdecke nur halb vorbringen, Bauchmuskeln anspannen, weiter in den Oberkörper atmen. Also ein Grundmuster, dich mir zum Gefäß machen, die Energie halten. Aber auch das lässt du auf dem Rückweg langsam los, sodass du wieder dazu übergehst, nur aus- und einzuatmen auf einer Seite, die ganze Fülle zu spüren,
während du atmest, die ganze Leere zu spüren, während du atmest. Die Energie, die du aufnimmst, die Energie, die du abgibst, ein ständiger Tausch. Vollständige Nasenwechselatmung. Immer auf einer Seite aus- und einatmen. Nach der Einatmung oder Atemfülle wechselst du auf die andere Seite. Du beendest die Nasenwechselatmung, nachdem du auf der linken Seite ausgeatmet hast. Denn wir hatten auch auf der linken Seite begonnen. Und dann spürst du nach. So lange, wie es dir angenehm ist. Das hier ist nur eine Erklärung. Viel Spaß.